Der Einstellungstest im öffentlichen Dienst ist einer der umfangreichsten Einstellungstests, die es in Deutschland so gibt. Und wer sich gezielt darauf vorbereiten muss, der muss dabei bedenken, dass insbesondere die deutsche Sprache ein wichtiger Prüfungsteil ist und auch umfassende Allgemeinbildung geprüft wird. Mit anderen Worten, man muss sich sehr gezielt auf diese Auswahlprüfung vorbereiten. Wer das jedoch tut, der wird belohnt, denn mit einem guten Ergebnis in diesem Einstellungstest stehen euch zahlreiche Ausbildungs- und Studienberufe bei verschiedenen Behörden offen. Das heißt, ihr legt einmal diesen Test ab und seid dann für viele verschiedene Behörden interessant. Vorausgesetzt, ihr habt ein gutes Ergebnis erzielt. Und wie ihr ein gutes Ergebnis erzielt, das zeigen wir euch im heutigen Video. Ganz viel Spaß dabei! Ja, zum einen gibt es den Prüfungsteil deutsche Sprache. Ich habe es gerade schon angeschnitten. In anderen Einstellungstests ist das kein großer Themenbereich. Manchmal kommt das auch gar nicht vor. Aber ihr solltet euch sicher sein, im Einstellungstest öffentlicher Dienst, da werdet ihr definitiv zeigen müssen, dass ihr mit der deutschen Sprache gut umgehen könnt. Zum einen werdet ihr nämlich in diesem Prüfungsteil, der übrigens meistens gleich der erste Prüfungsteil ist, einen Sachtext bekommen. Und das ist schon ein komplexerer Sachtext, ein längerer Sachtext mit Fachbegriffen, Fremdwörtern, der sich also gar nicht so einfach liest. Und zu diesem Text werdet ihr dann Fragen bekommen. Zum einen können das Multiple-Choice-Fragen sein, zum anderen aber auch wirklich offene Fragen, die ihr dann mit ganzen Sätzen beantworten müsst. Und zum anderen habt ihr in diesem Deutschteil auch noch eine Aufgabe, in der ihr selbst tätig werden müsst und selbst einen Text oder einen Brief verfassen müsst. Es geht ganz einfach darum, herauszufinden, ob die Bewerberin oder der Bewerber sprachlich einigermaßen fit ist, ein gutes Sprachgefühl hat und sich auch dementsprechend ausdrücken kann. Das Ganze macht natürlich Sinn, denn später werdet ihr ja als Sachbearbeiter immer auch Bürgerkontakt haben und müsst gegenüber euren Bürgern eloquent aufgeschlossen auftreten. Das sei also mal zum Teilbereich deutsche Sprache gesagt. Ihr müsst euch auf jeden Fall gut darauf vorbereiten und eine Möglichkeit, sich gut darauf vorzubereiten, sind Zeitungsartikel. Gerade längere Zeitungsartikel, die ein bisschen komplexer sind und nicht so einfach geschrieben sind. Denn ihr werdet euch in diesem Deutschtest vor genau einem solchen Text wiederfinden. Das sind zum Teil Texte, die mal in Zeitungen erschienen sind. Das heißt, holt euch eine große deutsche Tageszeitung und lest dort regelmäßig solche Artikel. Denn ein weiterer Punkt in diesem Einstellungstest gibt es immer ein bestimmtes Thema, das jedes Jahr sich wie ein roter Faden durch diesen Test zieht. Das ist immer ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema, von dem dieser Deutschteil beherrscht wird. Und wenn ihr jetzt regelmäßig euch informiert und solche Zeitungen liest, dann habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal von genau diesem Thema gehört, das dann in eurem Test drankommt. Ja, der zweite Prüfungsteil, der handelt meistens von Mathematik und Logik. Es kann auch sein, dass dieser Prüfungsteil bei euch Konzentration und Mathematik heißt, denn das sind in der Regel auch Aufgaben, da brütet ihr mehrere Minuten über eine Aufgabe und könnt nicht so wie im Deutschteil mal ein Kreuz setzen bei Multiple Choice und dann lest ihr wieder gemütlich weiter in eurem Text, sondern dieser Teilbereich heißt eben deswegen auch Konzentration, weil ihr hier einzelne Aufgaben habt, die mehrere Minuten eure volle Konzentration erfordern. Das können Aufgaben wie zum Beispiel Würfeldrehen sein oder auch Zahlenreihen oder Buchstabenreihen, das heißt klassischere Aufgaben. Allerdings ist das Niveau hier auch höher als bei anderen Einstellungstests, das muss man dazu sagen. Und auch die Mathematikaufgaben, die hier vor euch sein werden, die bauen auf euren Schullehrplänen auf. Das heißt, für die Leute unter euch, die noch Schülerinnen oder Schüler sind, gerade der Lehrplan Mathematik, der ist wichtig. Und gerade ihr werdet hier bei einigen Aufgaben sehen, hoppla, das ist jetzt eine Aufgabe, die hätte vor einem halben Jahr auch in einer Stegreifaufgabe drankommen können. Zum anderen, die Leute, die die Schule schon länger hinter sich gelassen haben und jetzt als Quereinsteiger im öffentlichen Dienst einsteigen möchten, für diese Leute ist es umso wichtiger, dass sie sich in diesem Teilbereich effektiv vorbereiten. Wie ihr da genau vorgeht, dazu komme ich noch am Ende des Videos. Auch dieser zweite Prüfungsteil hat es also in sich.
Und zum dritten Prüfungsteil, Allgemeinbildung, da möchte ich jetzt noch etwas dazu sagen. Hier wird nicht nur Allgemeinbildung geprüft, sondern wer sich mal auf Behördenseiten über diesen Einstellungstest informiert, der stolpert da häufig über die Formulierung umfassende Allgemeinbildung. Und darunter versteht man eben nicht nur Erdkunde und Geschichte, sondern auch Dinge wie staatsbürgerliche Kenntnisse, Grundlagen in Rechtswesen und Grundlagen in Wirtschaftswesen. Also nicht nur Erdkunde und Geschichte sind hier von Relevanz, sondern auch diese anderen Teilbereiche. Dazu müsst ihr etwa wissen, wie unser Wahlsystem funktioniert, was für eine Wirtschaftsordnung wir hier in Deutschland offiziell haben, und die Grundlagen unseres Rechtswesens sollten euch auch bekannt sein. Zum Bereich Geschichte möchte ich dennoch anmerken, dass der geschichtliche Schwerpunkt hier auf dem 20. und 21. Jahrhundert liegt und im Bereich Erdkunde insbesondere Deutschland und Europa im Vordergrund stehen. Nur wenn ihr in jedem dieser Prüfungsteile einigermaßen Punkte sammelt, erreicht ihr ein gutes Ergebnis im Einstellungstest im öffentlichen Dienst. Und dieses Ergebnis ist ganz maßgeblich, denn nur wer darin überzeugt und eine gewisse Punktzahl erreicht, der wird dann später zu einem Assessment Center oder zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und die Vorbereitung auf diesen Einstellungstest lohnt sich deswegen so sehr, denn je besser ihr seid, desto mehr Behörden kommen auf euch zu. Und wenn ihr ein gutes Ergebnis habt, dann werdet ihr danach mehrere Berufe haben, unter denen ihr wählen könnt, weil euch mehrere Behörden haben wollen. Das ist ein großer Unterschied zu einem normalen Einstellungstest bei einem Unternehmen. Ihr bewerbt euch für eine Ausbildung und habt dann diesen einen Einstellungstest. Und wenn ihr da gut seid, werdet ihr zum Vorstellungsgespräch eingeladen und dann habt ihr eben diese eine Ausbildung. In der Verwaltung läuft es aber meistens so ab, ihr habt einen zentralen Einstellungstest in eurem Bundesland, und wenn ihr dort ein gutes Ergebnis habt, dann werden mehrere Behörden auf euch aufmerksam und werden euch anschreiben und euch zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Gleichzeitig könnt ihr euch aber auch mit eurem Ergebnis im Einstellungstest bei verschiedenen Behörden bewerben und aktiv auf Kommunen oder staatliche Behörden zugehen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, und das habt ihr jetzt vielleicht in den vergangenen paar Minuten gemerkt, dass dieser Einstellungstest einfach einige Besonderheiten hat, und darüber hinaus hat auch das ganze Einstellungsverfahren, wie zum Beispiel das Vorstellungsgespräch in der Verwaltung, einige Besonderheiten. Deswegen habe ich gemeinsam mit der Plakus Akademie die Online-Testtrainer zum Einstellungstest öffentlicher Dienst entwickelt. Das sind 4 Komplettpakete, die euch ideal auf diesen schriftlichen Einstellungstest und auch auf das Vorstellungsgespräch bzw. das Assessment Center vorbereiten. Links zu unseren Komplettpaketen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort habt ihr über 1200 Aufgaben zu Mathematik, Logik, Konzentration, Allgemeinbildung und deutscher Sprache. Und ihr habt auch, je nachdem für welches Komplettpaket ihr euch entscheidet, einen speziellen Assessment Center Trainer mit dabei. Für alle Leute, die es also ernst meinen mit der Zukunft im öffentlichen Dienst, die werden dank dieser Komplettpakete ein gutes bis sehr gutes Ergebnis erzielen und damit ihrem Ziel einen Schritt näher kommen. Zum Schluss wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit den weiteren Videos hier auf unserem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video und auf meiner Website www.beamtentest-vorbereitung.de. Der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, euer Lukas.